Vor dem Gastspiel beim FC Bayern München nahm sich Augsburgs Trainer Manuel Baum vor, keine Geschenke an den Rekordmeister verteilen zu wollen, stattdessen waren es die Bayern selbst, die den Fuggerstädtern ein Geschenk bereiteten. Torhüter Manuel Neuer verpasste es, den Ball bei einem Eckstoß zu fangen, weshalb Ex-Spieler Felix Götze, der im Sommer zum FC Augsburg wechselt, kurz vor Schluss den Ausgleich für den Außenseiter erzielte. Doch beim 1:1 gegen die Münchner spielte sich vor allem Andreas Lute in den Vordergrund. Der Konkurrent Fabian Giefer vorerst hinter sich lässt. Im Sommer gestaltete sich in Augsburg eine völlig neue Torhüterkonstellation. Die langjährige Nummer 1, Marvin Hitz, wechselte ablösefrei zu Borussia Dortmund, weshalb sich Fabian Giefer und Andreas Lute ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sollten. Wie Trainer Manuel Baum auf der Pressekonferenz nach der Partie betonte, hätten beide dabei ihre Leistung hervorragend erbracht, doch am Ende entschied sich der 39-Jährige für Giefer. Dass dieser in seinen bisherigen 4 Einsätzen 7 Gegentore kassierte, trug kaum dazu bei, dass er gegen den FC Bayern auf die Bank versetzt wurde. Viel fataler waren die Patzer bei den Niederlagen gegen Mainz 05 und Werder Bremen, wobei besonders die Szene gegen Werder, bei der Giefer einen Ball durchrutschen ließ, aufgrund des daraus resultierenden Gegentreffers für Aufruhr sorgte. Seine Patzer wurden ihm nun zum Verhängnis, Fabian Giefer, es steht ein Mensch im Tor, um den es mir wirklich leid tut. Aber wir müssen ihn nach den Leistungen beurteilen, und das ist halt zweimal schlecht gewesen. Das sind meine Spieler, da leidet man mit, sagte Baum am vergangenen Samstag nach der Partie. Der Trainer sah sich letztlich gezwungen, einen Wechsel im Tor vorzunehmen, und bewies damit ein goldenes Händchen. Lute bleibt vorerst die Nummer 1. Lute, der am Dienstagabend erst sein 8. Bundesligaspiel absolvierte, zeigte im ersten Durchgang eine herausragende Leistung, bewahrte die Mannschaft so vor dem Rückstand und hielt den FCA auch nach dem 0:1 durch Arjen Robben in der 48. Minute im Spiel. Dementsprechend war es auch sein Verdienst, dass Felix Götze kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte, wodurch die dritte Saisonniederlage gerade noch so abgewendet werden konnte. Beim Tor von Arjen Robben L. war Andreas Lute eher machtlos. Klar musste ich heute mit Fabi Giefer vor dem Spiel reden und ihm das mitteilen. Das ist natürlich immer nicht so einfach, sagte Baum nach der Partie. Doch als Trainer habe man stets die Aufgabe, die Leistung mit zu beurteilen. Fabi hatte jetzt die Chance, jetzt wird Andi Lute seine Chance bekommen. Beide sind professionell mit der Entscheidung umgegangen. Das ringt mir wirklich Hochachtung vor beiden ab. Zugleich hatte er ein großes Lob für die neue Nummer 1 übrig. Ich bin natürlich extrem froh, dass der Andi fast aus der leeren Hose ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Die von Baum bereits attestierte Professionalität bestätigte Giefer laut Kicker nach der Partie. Die letzten beiden Spiele haben dem Trainer einen Grund gegeben. Natürlich hätte ich gern gespielt, aber Andi hat einen guten Job gemacht. Das gehört zum Torwartjob dazu, auch mal auf der Seite zu stehen, wo es nicht so schön ist. Es gilt dann wieder aufzustehen, Fehler wolle man immer vermeiden, doch diese gehören zum Sport dazu, wir haben alle das Spiel gesehen. Punkt. Andi wird auch am Sonntag im Tor stehen, weiß Giefer, der sich nun wieder herankämpfen und den Konkurrenzkampf von vorne beginnen will.